Hallo, willkommen bei Natalia's Paradise. Heute kam die Sendung von Matthias an. Er hat mir frische Zuckerrohr gezogen und geschickt. Sogar mehr als ich erwartet habe. Hier sind zwei große. Sehen sehr frisch aus. Ich glaube, er muss mir noch erklären, ob es seine sind vom eigenen Anbau oder ob er sie selber geliefert bekommen hat. An der Stelle kannst du mir gerne antworten, Matthias. Bin mal gespannt. Hier beim Zuckerrohr. Muss man achten, dass da Augen dran sind. Hier ist eines. Habe ich genug zum Einpflanzen. Der Zuckerrohr, der stammt ja ursprünglich aus Ostasien und heißt im botanischen Namen Saccharum officinarum. Und ist aus der Familie der Süßgräser. Und man kann es anbauen in jedem klimatischen geeigneten Gebiet. Ja, und benötigt Zwischentemperaturen von 25 bis 30 Grad. Aber wenn es kälter ist, soll der Zuckerrohr jetzt auch nicht mehr weiter wachsen, sondern sich eher verlangsamen. Und unter 15 Grad soll das Wachstum komplett eingestellt sein. Der Wasserbedarf ist für diese Pflanze sehr hoch. Und darf aber auch nicht drin schwimmen jetzt im Topf sozusagen, sondern sonst fault halt die Wurzeln und die Pflanze an sich selber. Die Anpflanzung findet, wie gesagt, über solche Stecklinge statt. Und wie gesagt, auch im unteren Bereich muss so ein Auge vorhanden sein oder auch zwei. Und in circa 2 Wochen sollen sich dann die Triebe mit den Wurzeln dann auch bilden. So viel dazu. Hier muss ich mal schauen, was er mir noch mitgesendet hat. Das sieht mir nach Chirimoya-Samen aus. Diese hier sind aber noch nicht gekeimt. Mal schauen, was da noch so drin ist. Hier sind Longan-Samen. Diese keimen schon, 3 cm groß. Sind auch einige dabei. Ich weiß selber schon nicht, wohin damit. Die besten halt raussuchen. Der Samen sieht irgendwie unbekannt aus. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ist das auch Longan? Nee, die Hülle sieht mir irgendwie anders aus. Riechen tut es jetzt auch nicht unbedingt. Nee, Longan sind es definitiv keine. Und was ist das? Dattelkern. Interessante Sache. Mal gucken, was es da noch gibt. So viel hatte ich ja gar nicht verlangt.
ist mehr als ich erwartet habe. Ein bisschen Hamster spielen, buddeln. Nein, das ist auch noch hier. Longgang. Hier kommt schon wie ein Zweig raus. Sehr praktisch, wenn die schon vorgekeimt sind. Wundert euch nicht, ich sitze gerade auf dem Badboden. Ist einfach hier besser hier mit dem ganzen Bild wieder schön schließen und dann buddeln, bis ich sie einpflanzen kann. Ja, das mache ich später zu. So, zur Seite. Bin ich mal da gespannt, was ich da vorfinden werde, wo ich noch nicht weiß. Oh. Da kommt schon ziemlich lang, auch Longan mit fast schon ein Blättchen da oben dran. Oh, ein dicker, fetter Mangokern. Matthias, aus welcher Frucht hast du die gezogen? Die sieht ja richtig toll aus. Das musst du mir auch noch sagen. Eine richtig große Mango. Kern. Gute Deutsch. Longan. Ich finde es lustig, wie die alle unterschiedlich wachsen. Dieser ist gerade am Aufspringen. Diesen hier werde ich aber entfernen, weil der schimmelt. Das steckt die anderen auch an. Leider schimmelt, den mache ich weg. Ich glaube, das war alles. Mehr als ich erwartet habe, auf jeden Fall. Kommt wieder zurück. Ich muss schon sagen, es ist sehr praktisch, hier diese Zipperbeutel zum Keimen zu benutzen und auch um die Töpfe zu stülpen, damit eine Luftfeuchtigkeit darin geschaffen wird. Sehr praktisch, weil man das hier oben immer öffnen und schließen kann. Wenn man eine Hand frei hat. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Einpflanzen und bin auch gespannt. Das geht jetzt nicht, wie denn diese Zuckerrohr-Rhizome sich, ich habe Wortfindungsstörungen, wie die sich machen. Denke, die müssen auch ziemlich bald dann eingepflanzt werden. Ob ich die jetzt erstmal in Wasser stelle,
Dann würden hier nämlich die Wurzeln heraussprießen zum Wasser hin und dann so in die Erde reinstecken. Oder man kann sie auch so quer hinlegen. Dann bilden sich hier die Wurzeln nach unten und es sprießt von da raus der neue. Aber ich habe nicht so viel Platz im Topf, dann muss ich sie so reinstellen. Gibt jetzt verschiedene Größen und je nach Topf dann wahrscheinlich nur bis hierher dann einbuddeln. Muss ich noch herausfinden. Alles weiter auf meiner Facebook-Seite. Dann könnt ihr den Fortschritt betrachten. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch. Ich warte noch auf Matthias' Antwort zu den einzelnen Sachen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.